Okay, Leute, herzlich willkommen zu Pokémon Saphir. Wir sind hier stehen geblieben. Und der T-Rex hat diese ganze Route hier, denke ich, gemacht. Ich habe ein seltenes Pokémon. Möchtest du mal das mal sehen? Weil wir müssen, glaube ich, jetzt nach unten lang oder so. Ich denke mal, ich gehe davon aus, dass er die andere Route gegangen ist. Oh, Sengo. Okay, du bist ein Pisser. Haben wir überhaupt was gegen dich? Du bist ein Normal-Pokémon, glaube ich. Ja, was ist das denn? Was will das denn hier? Ich glaube fürs Fliegen, oder? Ne, ich glaube, der kann fliegen, oder? Wofür haben wir dich, Theophanis? Weiß ich nicht. So, wen wollen wir reinholen? Ich weiß nicht. Unser Charmaub ist zu schwach gerade. Komm, Azol, komm rein, Brother. Und zeig, was du drauf hast. Okay, Zornkling ist aber kein Problem für mich, du Bitch. So, du kriegst einen Lebensschuss in deine Fresse. Okay. Ist für mich egal. Ich weiß jetzt nicht, ob dieser Pisser ein Normal-Pokémon ist oder was weiß ich, was der ist, Alter. Ich weiß nicht, ob er sogar ein Kampf-Pokémon war. Kann das? Auf jeden Fall, seine Initiative ist gesunken. Das heißt, wir können nochmal draufhämmern. Perfekt, der ist, glaube ich, tot. So, Bams. No problem. Intensität, geil! Ja, natürlich! Tackle, weg damit. Tackle ist so eine peinliche Attacke, wenn man so ein starkes Pokémon hat. Stell euch mal vor, ein Despoter kann Tackle. Du willst ein Pokémon haben, oder? Ja, natürlich will ich das haben. Warum denn nicht? Krieg ich das? Ich habe ein seltenes Pokémon. Das reicht mir, um zufrieden zu sein. Okay. Ist schön für dich eigentlich. So, wir kommen von hier, glaube ich, oder? Kann das? Nee. Hä? Dieser Strand ist mein geheimer Trainingsort. Du hast mich gestört. Also ich gehe davon aus, dass er irgendwie hierher gekommen ist. Ich weiß gar nicht wie. So, Meditite. Okay. Das ist ein Kampf-Pokémon, oder? Kann das? Aber scheiße, Jan, es ist jetzt ein bisschen geschwächt. Ich benutze Intensität. Okay, der macht Scanner. Ist okay. Ist okay. Er schützt sich halt selber. Ich kann nichts machen. Scheiße. Wieso kann er das? Aber ich glaube, es ist immer noch ein Kampf-Pokémon, oder? Kann das überhaupt? Ich weiß nicht, ob es überhaupt ein Psycho-Pokémon ist, Alter. Das weiß ich gar nicht. Nee, ob es ein Kampf-Pokémon ist, meine ich. Sieht auf jeden Fall für mich so aus. Nee. Ist, glaube ich, ein Psycho-Kampf-Pokémon oder so. Scheiße, mein... Och, komm schon. Zwei Pokémon sind von mir down. Oh, komm, Azol, dann machst du deinen Job. Komm her, Bro. Lehmschuss. Scheiße, Mann, dieser Scanner geht mir so auf den Sack, Alter. Die ist sau scheiße, die Attacke. Die ist sau kacke. Okay. Bams auf deine Fresse. Du kleiner Pisser, yeah. Okay, weg mit dir. So, noch ein Makuhita. Das ist aber hundertprozentig ein Kampf-Pokémon, aber ich habe leider jetzt gar kein Psycho-Pokémon mehr. Leider Gottes. Ich weiß jetzt nicht, wie dieser Theophany überhaupt hierher gekommen ist. Das würde ich mal gerne wissen. Sehe ich dann auf jeden Fall, wenn dieser Part da oben ist. Ich habe nicht genug trainiert. Oh, yeah. Wie ist er hier auch gekommen? Wie ist er hingekommen? Ich gehe davon aus, dass er irgendwie... Ja, mit dieser Höhle, okay. Meteorfälle. Warte mal, konnte man nicht hier? Nee. Welche Route sind wir jetzt? Das würde ich mal gerne wissen, bitte. Leute, tut mir leid, ich muss jetzt erstmal kurz wissen, in welche Route wir sind. Ah, wie kommen wir zur Bad Lava-Stadt? Okay, weiß ich gar nicht jetzt. Aber hier sind wir auf jeden Fall nicht falsch. So.
Also wir müssen auf jeden Fall... was wollte ich sagen? Also ich will auf jeden Fall einen Flitzeblitz fangen und das kriegt man auf Route 818 nochmal. Oh, Schutz wirkt nicht mehr, scheiße. Na egal, brauchen wir eh nicht mehr. Zeit, fricken wir die Bären hier. So. Scheiße, Mann, ich kann da nicht durchlaufen. Warum auch immer der nicht durch die Erde durchlaufen kann. Sie ist ja immer noch besambar. Besambar. Okay. Scheiße, hier ist eine Nutte. Und hier unten, was ist hier unten? Ah, hier unten sind wir in Metaros City. Haben wir dich also schon besiegt? Ja, sieht so aus. Okay. Dann ist der Theo, glaube ich, falsch gegangen. So wie es aussieht. Wir müssen jetzt den ganzen Weg nochmal dorthin gehen. Warte mal. Wohin müssen wir denn am besten hin? Erstmal nach rechts, dann nach oben. Immer nach rechts. Okay. Also ich bin eigentlich aus Versehen runtergefallen. Ich dachte, wir müssen da entlang, aber müssen wir gar nicht. Solche können wir gleich dorthin. Metaflow-Tunnel. Haben wir einen Schutz, bitte? Lass doch einen Schutz haben. Irgendwo. Okay, super Schutz. Sehr geil. Perfekt. Ich habe nämlich keinen Bock, hier irgendwie von einem Pokémon, von einem wilden Pokémon angegriffen zu werden. So, jetzt sind wir im Wiesenflur. Die schön friedliche Stadt. So, ich habe alles besiegt, Brother Stops. No problem, ihr hohen Söhne. So, Malvin Fro City. Jetzt geht's nach oben, Bitches. Und jetzt nach links. Warte mal, gab's hier nicht irgendwie einen Surfer oder sowas? Ha, ich habe noch nie einen Trainer gesehen, der meine Pokémon so meisterhaft einsetzt wie du. Aber ich muss dir sagen, mein Sohn ist stärker als du. Er hat sogar die Pokémon-Liga ausgefordert, das sollst du wissen. Hey, steht auch so in Frage, dass du stark bist. Aber wenn du gegen meinen Enkel antreten willst, bringt dir das nur Tränen der Frustration ein. Er ist viel stärker als jeder Trainer, der in unserer Familie kennt. Er müsste jetzt gerade eigentlich dabei sein, die Pokémon-Liga auszufordern. Wenn ich meinen Enkel kenne, ist er mittlerweile bestimmt schon der Champ. Hey, Mami, stärker als Papi. Ich bin stärker als Mami. Und Omi stärker als ich. Mein großer Bruder ist noch stärker als Omi. Wir benutzen dieses Machumband, um die Pokémon im Training noch mehr zu stärken. Da du unsere gesamte Familie besiegt hast, brauchst du es vielleicht gar nicht, aber wir möchten dir dieses Machoband trotzdem gerne schenken. Okay. Ach ja, wir haben ihre Familie besiegt, okay? Das ist mir jetzt ein bisschen neu, aber okay. So. Bams, zerbrechlich, Bams der Trümmer, no problem. Mann! Scheiße, Mann, ich weiß jetzt nicht mehr weiter. Null Ahnung, Leute. Okay. Hier waren wir alle schon. Also no problem, Houston. Okay, hier entlang kann ich auf jeden Fall nicht mehr lang. Alter, wie kacke ist denn das jetzt bitte? Ich muss jetzt wieder durch diesen scheiß Tunnel bestimmt durch, oder? Kann das? Oder wir können hier rein! Ist besser so, denke ich. Ist selber, fährt gleich hinauf. Möchtest du mit? Bitte hier entlang. Döp, 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 döp. Vielleicht muss ich auch hier entlang. Wer weiß, ich weiß es nicht. Okay, ich glaube, ich gehe davon aus, dass wir hier entlang mussten. Doch, ist richtig. So, wir können hier auf jeden Fall noch hoch. Das sind noch richtige Ficker. So. Hey, wir vom Team Aqua setzen unsere Energie zum Wohle allein. Wenn es mehr Wasser gibt, sind die Wasserpacken glücklicher und die Menschen hätten mehr Platz zum Schwimmen. So, jetzt geht's ab mit dem Team Aqua und mit den anderen Fuzzis. Ich weiß nicht, wie die anderen hießen. So, Ricardo. Wieso ist der jetzt als erstes? Wir hätten eigentlich ins Pocket Center gehen können. Ich Vollidiot. Ich bin ja gar nicht zum Pocket Center hingegangen. Ach, ich bin so blöd, Leute. Ich bin so blöd. Das gebe ich zu, Leute. Das gebe ich zu. So, Vivien. Vivien ist ein Unlicht-Pokémon, oder? Ich glaube schon.
War nicht Flug gegen die irgendwie effektiv? Nee. Aber irgendwie ein Volltreffer. Okay, gut, passt schon. Aber besiegt diese Pisser. No problem. Bitte, was heißt das? Ich hab verloren? So, jetzt besiege ich dich auch noch. Hast du dich den ganzen Weg hier heraufgequält? Sei ein Jammer, du kommst zu spät. Ich habe den Meteoriten aus Meteorafälle bereits unserem Boss gegeben. Okay, no problem eigentlich. Gegen euch Pisser. Ah, Aqua Vorstand Wolfgang. Okay, Wolfgang. Soll ich dich ernst nehmen eigentlich? Sollte ich dich ernst nehmen, du Pisser? Ich weiß nicht, ob ich dich ernst nehmen kann. Ich weiß es gar nicht. Ich besiege dich mit einem One-Hit. Scheiße, ich werde verletzt. Wegen seiner scheiß Fähigkeit. Also wir brauchen auf jeden Fall mehr Pokémon und so weiter. Wir müssen auch ein bisschen offscreen trainieren, das weiß ich auf jeden Fall. Werden wir auf jeden Fall noch alles machen. So, Vivian ist auch besiegt. Oh, saugeile Volltreffer. Alter, ich fick die auseinander, Alter. No problem. Okay, noch ein Kanivania. Ist aber mir egal. Denn ich besiege euch voll einfach, Alter. So, Bams, Flügelschlag. In deine Fresse, du Bitch. Ey, ihr One-Hits. So, weg mit dir. Schade, Mann. Dass wir immer mit der Rauhaut angegriffen werden. Das habe ich wohl verloren. Gut, dass ich dich nicht schon in den Meteorfall herausgefordert habe. So, da ist der Typ, der erste Boss. Was seid ihr denn? Diese nervt irgendeinem Team Magma. Jedes Mal versuchen sie uns zu stoppen. Ist er okay. Oh, Ciao Cake. Bitte haltet Team Magma für mich auf. Sie versuchen mit der Kraft des gestohlenen Meteoriten den Vulkan zu inaktivieren. Team Magma versucht die Meere zu vergrößern. Sind die krank im Hirn? Komm uns nicht in die Quere, okay? Wir versuchen das Meer zum Wohle aller zu vergrößern. So, wer ist dann hier? Mist, Team Aqua ist uns zahlenmäßig überlegen. Wir können es nicht mit ihnen aufnehmen. Ja, jeder wird nass. Okay. Okay. Was soll ich dazu sagen noch? So, ich möchte mit den anderen Typen noch reden, bevor ich mich jetzt stellen werde. Wenn sie die Meere vergrößern, gibt es weniger Lebensraum für Pokémon und Menschen. Ja, jeder wird nass. Voll dumm, Alter. Okay. Aber in welchem Sinne meint ihr, werden wir nass? Na gut. Kämpfer gegen dich. Die Kraft, die in diesem Meteoriten steckt. Wenn man diese Kraft mit dieser Maschine versteckt, kann man die Aktivität des Schlottbergs toppen. Und dann füllt sich der ausgekühlte Krater mit Regenwasser und gibt dem Wasserpokémon Lebensraum. Ah, du schon wieder. Hör gut zu, das Meer bringt alles Leben hervor. Wasser bedeutet Leben. Es besitzt absolute Priorität. Daher widmet sich Team Aqua der Aufgabe, die Meere zu vergrößern. So können sich neue Pokémon-Arten entwickeln. Wir wollen die Welt zum Wohle der Pokémon umgestalten. Das ist die große Vision von Team Aqua. Ich kann einem Sturmkind wie dir nicht erlauben, sich uns in den Weg zu stellen. Ich, Adrian, werde dir zeigen, was passiert, wenn du uns aufhalten willst. So, das ist der Boss. Der wird auf jeden Fall ziemlich schwierig. So, Magnaien. Oh, verdammt, der ist stark. Okay. Also ich habe ein bisschen Angst vor denen. Magnaien ist ein ziemlich starkes Pokémon. Das sollte man nicht unterschätzen. Mir verzieht der Flügelschlag ab fast gar nichts, Leute. Das ist extrem, wie stark das Pokémon ist. Ich mach Doppelteam. Genau, dann trifft er uns auch nicht so oft. Hoffentlich hat er keine Finte drauf oder sowas. Gut, er hat Biss drauf. Gut. Weil Finte wäre jetzt ein bisschen scheiße. So. Mann, der trifft, kann mich doch nicht immer zu treffen, Alter. Das ist doch sau unfair. Gut, es geht dann eben geil, endlich mal, ey. So, Supertrank, okay. Ist mir recht. Ist mir völlig recht. Solange du mich nicht triffst, du Pisser. Man, was soll ich machen? Wir haben Beleber. Haben auch einen Top-Beleber. Wir haben einen Sonderbonbon, okay. Supertrank haben wir auch, okay. Können wir alles benutzen, no problem. Weil es uns noch einmal treffen sollte, dann werde ich auf jeden Fall Supertrank benutzen. So, Bams, stirbt er jetzt bitte. Geil, er ist tot. Magnaien ist tot. Das erste Pokémon von ihnen ist weg. Down. Mit Down-Syndrom, ey. Notsituation, okay. Nee, danke. Ja, nicht erlernt, gut. Golbat, okay. Wir haben leider gar kein Psycho-Pokémon. Das ist jetzt scheiße, ein bisschen. Wisst ihr was? Wir benutzen Beleber. Auf Janis.
Komm her! Ich gehe davon aus, dass er nicht so stark ist. Habe ich euch auch schon gesagt, dass er nicht so übertrieben stark ist. So, Supertrank erstmal auf Ricardo. Danach auf Yannis. Genau. Okay. Ist mir recht, ist mir recht. Yannis, komm. So. Jetzt wechseln wir zu Yannis, Brothers. Komm her. Konzentrator, was ist das denn? Okay, Flügelschlag zieht jetzt nicht so viel ab, hoffe ich. Zieht aber sehr viel ab, Leute. Verdammt, Mann, jetzt auf! Mann, du Yannis, du bist so ein Scheißviech! Mein Gott, du bist ein Kackviech! So ein Kackviech habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. So, Akku-Knarre. Scheiße, Alter. Der ist stark, auf jeden Fall. Alter. Mann! Alter, Ding ist einfach zu stark, dieser Boss hier. Ricardo. Ja, komm, Ricardo, komm du rein. Alter, wie kann das überhaupt sein, dass mein Psycho-Pokémon einfach nicht trifft? Das ist so scheiße, Mann. Ist doch dumm. Mann, Ricardo, du bist doch ein Flug-Pokémon. Wie kann das denn für dich normal effektiv sein? Okay. Wir greifen beide mit Flügelschlag an. So, ich benutze einen Supertrank auf mich. Ich muss leider mit diesen Supertränken und so weiter auskommen. Wird auf jeden Fall nicht ziemlich... Wird nicht einfach sein gegen den Pisser. So. So wie es aussieht. Flügelschlag in deine Fresse. Du Bitch. So, Golbat ist besiegt, ey. Gut. Okay. No problem. Tohaido, was ist das denn? Was ist Tohaido? Ach, nicht dieses Pokémon. Das ist ziemlich stark, Leute. Das ist so ziemlich stark. Oh, was? Das zieht ja gar nichts. Alter, das ist ja ein Scheiß-Pokémon. Das ist doch voll schwach. Alter, mit einem... Alter! Krass, Mann. Scheiße, seine Knirscher ist ziemlich stark. Verdammt, Alter! Tohaido, du bist ziemlich stark, Brother. Ah, wir haben ihn besiegt. Wir haben den scheiß Boss besiegt. Saugeil. Wie bitte? Ich hatte, er wurde ganz identisch besiegt. Ach, was soll's. Ich werde für heute meine Pläne am Schlottberg vergessen. Für heute. Niemand wird uns jemals stoppen. Die Magma wird siegen. Vergiss das nicht. Ja, Jokek, mit deiner Hilfe konnte ich die Pläne von Team Aqua durchkreuzen. Aber dieser Sieg bedeutet nicht, dass sie ihre üblen Pläne aufgeben werden. Wir werden ein wachsames Auge auf Team Aqua haben und sie weiter verfolgen. Jokek, wir werden uns wiedersehen. Okay, ich nehme den Meteoriten mit. Der Meteorit steckt in dieser mysteriösen Vorrichtung. Willst du den Meteoriten nehmen? Ja, möchte ich. Dep-de-de-dems. So, dankeschön. Okay. So, dann geht's nach unten. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas noch gab oder sowas. Warte mal, konnten wir nicht irgendwo durch, wo jemand uns jemand wo die uns halt gesperrt haben? Ich glaube hier, da haben sie den Weg versperrt. Erinnert ihr euch? So, hier geht's aber auf jeden Fall im nächsten Part weiter bei Theohack. Also haut rein. Ciao bei Pokémon Saphir. Dem Together von mir und Theohack. Oder Theophonia Let's Plays. Ciao.